RE50, 45, 27, Fulda nach Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains im World 5. Ja, wir fahren heute einen Personenzug mit der Baureihe 114 von Fulda nach Frankfurt. Die ganze Tour wird circa 1,5 Stunden dauern, so der Plan. Und ja, ich hatte ja angekündigt, ich will den Tobel hier mal fahren. Bisher mich noch null mit befasst. Deswegen machen wir das mal. Aber wir kennen sie ja in einer abgewandelten Form von der Baureihe 143 oder auch von der 112. Entsprechend dessen gehe ich davon aus, dass wir hinten auch den ganz normalen Kram zuschalten können, na, wie SIFA, PZB und den ganzen Plunder. PZB an, steht auf oberer Zugart, dort passt, dort passt, dort passt. Sollte alles hinhauen, hier haben wir auch keine Sicherung mehr, ne? Perfekto, jetzt müsste alles beim Alten sein, vom Grundsatz her. Links auf weiß, Mitte auf weiß, rechts auf weiß. Fährt ein ICE noch durch, sehr schön. Heizung brauchen wir nicht, wir haben Sommer. Die kann eigentlich auch auf aus. Vorstandsheizung aus, Vorstandsbeleuchtung können wir mal auf schwach setzen. Was haben wir noch so? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Zugsammelschiene muss natürlich ein sein. Zugbeleuchtung ein. Das ist klar, das ist klar. Trafolüfter kann man auf automatisch setzen. Automatisch, ja, sollte alles gehen. Ja, was haben wir denn noch so am Start hier? Wir haben natürlich Instrumentenbeleuchtung, die müssen wir noch anmachen. Lokführerpultbeleuchtung, ah, die kann auch. Ist eigentlich egal. Ja, habe ich hier keinen Plan von Fahrprogramme, Fahrhilfsteuerung. Die können wir erstmal auf 100% lassen. So, Scheibenwischer brauchen wir nicht. Dat, dat, dat. Ach genau, wichtig. Der soll wohl nicht funktionieren. Der Scheibenwischer funktioniert wirklich nicht, wa? Moment. Der Scheibenwischer, das will ich jetzt wissen. Er funktioniert schon. Also zur Info für die, die dieses Spiel spielen. Er funktioniert, man kann auch die Geschwindigkeit zustellen. Das ist gut, nur die Schalter sind halt anfangs in der falschen Position gesetzt. Da man das Thema ja neulich irgendwo hatte, ich hatte gelesen, dass sie nicht gehen würden, doch sie funktionieren. Nur sie haben halt mehrere Schalter. Wir haben hier hinten auch noch irgendwo einen, genau. Da sieht man's. Wollen wir uns jetzt hinsetzen? Die wir aussetzen, dann müssten jetzt in die Parkposition so gehen, theoretisch. Genau. Das ist alles. Und jetzt kann man die auf beispielsweise beide 20% setzen, dann laufen die auch richtig. So, wie auch immer. Türen schließen. Haben wir vergessen reinzugucken. Was haben wir noch so zu entdecken? Fenster kann man natürlich öffnen. Sehr schön. Wir haben auch zwei Hörner an Bord. Wusste ich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sind hier in der Regionalbahn. Wir müssen natürlich die Bremsen mal lösen hier. Theoretisch müsste der doch. Ach, ich habe vergessen, den Gang reinzumachen. Der steht drin, aber so. Und jetzt dürfen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Klimaanlage in dem Hobel drin haben. Kann ich mich hier hinstellen? Ich habe sogar einen Rangierpunkt. Könnte mich hier sogar hinstellen. Das ist natürlich auch nice. Da hat TSW ja wirklich viel nachgeholt im Vergleich zu früher. NPU, der geht nicht. Was haben wir denn da? Sonnenblende funktioniert. Hier haben wir die Anst Temperatur 0 Grad, das kann aber nicht. Wir haben egal wie 20 Minimum und Raumtemperatur schon. Gut. Da fehlt uns jetzt die Gottmaut, um das
Fahrtenerzeug lesen zu können, aber ist okay. So. Wie schnell darf ich mit dem Ding überhaupt fahren? 160, ne? Ich meine schon. Ich meine, die hätten 160 km/h zulassen. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher. Hier natürlich irgendwelche Sicherungen. Mhm. Kann man da was drücken? Was die Signal... Da ist eine Sievertaste und was kann die Signaltaste? Ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Klimaanlage in dem Hobel. Was für ein Luxusleben. Mein Gott. Und noch eine Dachkuppe, die wir auch nicht öffnen können. Schallsender. Wisst ihr, was so ein Schallsender kann? Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Würde mich echt mal interessieren. Ich hab davon keine Ahnung. Schallsender sagt mir nichts. Ja, so, dann fahren wir jetzt mal erstmal nach Neuhof. So. Wo steht denn? Ich habe da hier irgendwo bestimmt. Da haben wir die Loknummer dran, ja. Nicht einschalten. Okay, dann gehen wir da nicht dran. Der hat doch bestimmt hier irgendwo. Die haben doch immer irgendwo angeblombt vor Max. In den Dingern. Oder nicht? Da steht ein ICE. Den wir. Naja, der wartet aber eher auf eine Ausfahrt von einem anderen Kollegen. Kann man hier überhaupt irgendwo drum fummeln? Nö, ne? Aber wir können die Bildschirme so. Das ist schon cool, ey, Bruder. Können so die Helligkeiten so ändern? Ja. Aber sonst geht hier nichts. Ja, ich würde hier gerne wieder rauskommen. Ah. Okay, jetzt kriegen wir natürlich eine Zwangse, ist ja klar. Aber das liegt nicht an mir, das liegt daran, dass ich jetzt aus dem Menü nicht rauskam. Was ich auch schade finde, da habe ich die Bildschirmansicht, ne? Hier im HUD-Bereich nicht. Obwohl auch hier Tasten sind und so ein Gedöns. Und die würde ich auch gerne manchmal lesen können, was da drauf steht. Ich meine, es reicht jetzt, ne, aber ja, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Zwangse kassiert, wofür auch immer. Aber ich war jetzt ja gerade in dem Bildschirmmenü. Deswegen kann auch daran gelegen haben. Wenn ich jetzt auf das Menü gehe. Guck mal, jetzt kann ich aha, ich drücke A und D. Deswegen konnte ich auch gerade die Siefer nicht reagieren, weil bei dem Bildschirmding habe ich dann nicht mehr die Tastengewalt über meinen Zug. Das ist doch für... Das ist doch, guckt ihr euch das an. Also wie gesagt, ich mache das gerade mit dem... mit WASD hier den ganzen Kram. Also die Mauscursor bewege ich mit WASD. Ich weiß zwar nicht, mit welcher Taste ich die jetzt hier... Escape, komme ich ins Hauptmenü. Also da muss jemand nochmal dran gehen. Die Ansicht ist gut. Aber es darf nicht, die Steuerung muss so bleiben wie sonst auch im Zug. Sonst bin ich da echt aufgeschmissen. Und dadurch haben wir jetzt gerade eine Sieferzwangsbremsung bekommen. Gut, wissen wir das. Ja, die Leistung müssen wir mal ein bisschen runternehmen. Ja, machen wir mal auf 80%. Dann sollte das eigentlich hinhauen. Ein bisschen Sand vorne drauf. Gut ist.
Licht kann aus. Im Augenblick. Aber ich muss da irgendwie eine Angabe haben mit... Oh, was das für Punkte sind, die da leuchten? Was soll mir das bringen? Steht ja nichts dran. Deswegen. Also irgendwie würde ich sagen, fehlen hier so ein paar Informationen an dieser Lok. Zumindest auch hier die Pfeife, dass die da drüber nicht reagiert, ist auch so eine Sache. Also hätte man sich durchaus wieder ein bisschen mehr Liebe geben können. So, wir dürfen hier 160 fahren. Mist. So, 160. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier einstellen kann, aber anscheinend geht das. Aber es muss nichts heißen. Wir können mal gucken, was wir für eine Zulassung insgesamt haben mit dem Ding. Okay, damit hat sich das geklärt. 140 dürfen wir fahren, nicht 160. So. Hab ich da, ach, ich hab das Fenster sogar zu. So, dieses mit offenem Fenster, so mit geschlossenem. Ja, machen wir mal beides zu hier, ne? Während wir hier gerade durch die Kerze fahren. Auch ein sehr, sehr schöner Bahnhof, wie man sieht hier. Einfach eine Hecke. Hecke, Hecke, Hecke. Mhm. Im schönen Kerze. Nun ja. Ich weiß, ob der schneller fahren kann. Müssen wir mal gucken. Aber wir können jetzt einfach mal Leistung drauf geben. Wir müssen ja wieder. Wir kriegen gleich bestimmt eine Zwangsbremsung oder so. Ich weiß es nicht. Nein, haben wir nicht. Aber wir müssen ja die verlorene Zeit wieder einholen. Das habt ihr nicht gesehen, was wir gerade machen. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, was die überhaupt VMAX fahren kann. Wobei, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auch so ziemlich in der Endgeschwindigkeit. Ich merke auf jeden Fall, dass der Motor uns Leistung rausnimmt. Nur bremsen. Ich habe keine Ahnung. Und die kann man schon mal anmachen. Das ist natürlich hervorragend. Wir sollten jetzt aber auch eine Schnellbremsung einreichen. Nächster Halt Neuhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also, von 160, ne? Boah, der hat den gute Bremsen. Wir haben auf 500 Metern geschafft. Das ist jetzt ja wirklich krass.
Und dann auch noch vernünftig zu stehen. Damit habe ich jetzt null gerechnet, Leute. Aber so absolut gar nicht. Aber ich dachte, da wird so richtig einer auf Lavanisch und dann ist es genau richtig auf dem Meter, ey. Hammer. Das war jetzt echt eine Hammeraktion. Ich bin selber stolz auf mich gerade. Muss ich ehrlich sagen. Also, das war jetzt gerade echt ein Erfolgserlebnis von 160 auf 0 Meter innerhalb von unter einem Kilometer. Und das mit einer Feuerbremse. Ey, krass. Krass. Wirklich krasse Sache. So, Luken können wir schließen. So. So. Das war jetzt wirklich eine krasse, echt eine krasse Nummer. Mal gucken, ob wir unsere Verspätung wieder einholen. Ich bin mal gespannt. Irgendwie bin ich da doch guter Dinge, dass das sogar funktionieren könnte, dass wir wirklich gleich pünktlich sind. Vielleicht nicht unbedingt fliehen, aber am Bahnhof danach. So, genau. Wieso hat er mir jetzt trotzdem eine Zwang so gegeben? Ich muss das nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen, ne? Ja, hat mir einfach eine Zwang so reingehauen. Ich muss es gerade nicht verstehen. Ah, egal, wir geben wieder. Ist mir egal. Und jetzt sagt er wieder aus. Willst du mich veräppeln? Ah, hier, warte mal, jetzt. Ne. Mach hier mal auf 60, 70%, ja. Keine Ahnung. Also irgendwie ist das Fahrzeug mir nicht so geheuer, aber gut. Ja.
So. Jetzt zieht er mir schon wieder die Leistung raus, ne? Naja, gut, fliehen. Dann können wir die Last wieder rausnehmen. So, müssen wir noch eben nach vorne rollen, ne? Dann kann man hier ausmachen. Rollen lassen, passt schon. Dann mal die Bremse anziehen. Und dann bleiben wir da vorne schön stehen. Und ja. Das hat er nicht geschnallt. Jetzt haben wir echt mal einen Verbremser reingehauen. Ah, ist auch egal. So, den wir nach vorne. Gut. Luke schließen und weiter geht's. Und lösen. Perfekto. Und gib ihm. Hier wieder auf 70. Eigentlich müsstest du jetzt wieder. Will wieder nicht. Jetzt aber. Und jetzt fahren wir erstmal bis nach Schlüchtern. 10 Kilometer, wunderbar. Herz prüfen. Ist meine PCB buggy? Kann das sein? Ja, guck mal hier. Wenn ich jetzt gucke, ich mache die SIFA mal aus und wieder ein. Sie ist hier, es wird mir hier noch nicht mal angezeigt. Also irgendwie ist die PZB bei dem Hobel-Buggy. Würde ich jetzt so behaupten. Eigentlich müsste ich jetzt ja auch im Wechselblinken sein. Ja, da, das ist da. Wir machen hier mal die Helligkeit ein bisschen höher. Und hoffe ich da doch vielleicht was erkennen kann.
Aber irgendwie scheint ja ein bisschen alles ein bisschen buggy zu sein, ja. Ja, noch ein bisschen Leistung raus. Nehmen. Na, da war der Grip wieder weg. So. Falsche Taste, sitzen bleiben. Den wieder hoch. Na. Komm auf 160 sitzen, das passt schon. Wenn wir jetzt schon 10 Kilometer hinterher hängen, ne? So, auf wie geht's. Eine Runde, boah, 114. Ja. Haben wir eigentlich... Nee. Interessant. Ach, guck an, ich kann auch... mit Steuerung H aufblenden und normal lassen. Mal gucken, wie das Ganze jetzt hier im Dunkeln aussieht. So sieht die Innenbeleuchtung aus. Den können wir eigentlich ausmachen. Den haben wir eh nicht. Gedrückt halten, dann bleibt das auch hell. Ich meine, gut. Bringt gar nichts, ne? Aber Lichthupe haben wir. Hey, das ist natürlich richtig nice. Was ist das denn hier? Ah. Und das Fernlicht, oben ist Lichthupe. Wie ist das eigentlich, wenn wir die jetzt hier auf Rot setzen? Macht die Sache noch interessanter, aber... eigentlich eine rote Scheibe fahren haben. Warte mal. Machen wir jetzt den oberen mal aus. Den noch aus. Interessant. Was mich jetzt auch interessiert ist, das auszusagen, habe ich noch nie drauf geachtet. Wenn wir den jetzt aus haben. Den jetzt aus, ne? Okay. Jetzt nehme ich hier einen von raus. Ist der dunkler? Nee. Keine Ahnung. Dann müssen wir mal in Dunkelheit ausprobieren. So, wir müssen auf jeden Fall auf 110 runter. Er hat uns nicht abgeschossen gerade an der Stelle, ne? Habt ihr gesehen, ne? Also das heißt... So, und jetzt wieder hochschalten auf 110, ne? Ich glaube, wir haben Halt. Ja, wir haben Halt. Halt erwarten. So.
Ist ja die Bahnhofseinfahrt, ne? Also, theoretisch, hier kommt schon der Feuerrot. Wir schießen nicht ab, Magnet. Der aber wieder auf grün ist, okay. Wir haben eine Langsamfahrt ab hier. Geht's nach Schlüchtern. Ist das richtig jetzt hier? Ja, 60, sagt er. Ich habe an dem Schild, an dem Signal eigentlich gerade nur eine 40er Einfahrt gesehen, keine 60er. Ist doch egal. So. Nächster halt auf jeden Fall Schlüchtern. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Brauche ich auch nicht erzählen, weil wir haben da irgendwo im Fahrt so einen Steward-Vogel hinten drin, ne? Also von daher alles gut. Da noch zu entdecken. Hängt ja Wäsche. Interessant. Interessant. In echt ist dieser Bahnhof noch interessanter. Wisst ihr das, Leute? Weil der ist mitten im Nirgendwo. Der ist wirklich mitten im Nirgendwo. So, der Robel ist gelandet. Ja, am Bahnhof in Schlüchtern. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Auch schön ist hier die Unterführung. Die sieht ja sogar relativ realistisch, meine ich, aus. Ich meine, das sind ungefähr die Fliesen, die auch in echt da waren. Was jetzt leider wieder fehlt, ist, dass man hier nicht durchgehen kann. In echt kann man durch diesen Bahnhof auch laufen. Denn hier kann man Tickets im Bahnhof kaufen, Leute. Cooles Ding. Ich meine, hier rechts ist eine Kneipe. Geht leider auch so ein bisschen unter im Spiel. Und ja, das ist die Hauptstraße nach Schlüchtern. Leider wieder alles sehr mit Bäumen verdeckt. Für hier so ein bisschen die Ortschaft, ne? So ein bisschen. Aber das ist schon okay so. Das ist wirklich die einzige Zufahrt zum Bahnhof. Hier hinten ist einfach nur ein Wendehammer und dann ist die Sackgasse. Also wirklich eine Sackgasse, seht ihr. Und die Ortschaft, die ist halt wirklich da unten im Tal. Da hinten, da sieht man es, das ist Schlüchtern. Einfach am A von Welt.
So. Oh, hier ist doch mal ein bisschen weg, na, dann passt das schon. Ach. Ne, 110 war hier, ne? Genau, 110 dürfen wir hier fahren. Und dann geht's weiter bis nach Steinau. Die funktioniert auch sehr schön. So, ich glaube, wir sollten die Sonnenblende mal nutzen. Wir haben ja eine, die ja funktioniert, nicht so wie im ICE, ne? Sehr schön. Also von daher, das ist schon mal gut. Was nicht so gut ist, ist, dass wir hier immer noch mit Vollgas gerade auf den Bahnhof zu prassen. Ich würde sagen, wir bremsen mal wieder runter auf. Naja, so.
Muss bremsen, ne? Ja, wir werden jetzt mal die Bremsen anlegen. Jetzt soll ich hier bis zum Ende durchfahren. Ja, so ein paar Meter weiter dürfen wir schon noch, aber ich glaube, so stehen wir schon gar nicht mehr so verkehrt, ne? Oder hinten ist echt die Haltetafel. Da hinten ist eine Haltetafel. Egal, egal. Hm. So. Habe ich die Bremse angelegt? Ja, nö. Gut. Wieso macht er jetzt nö? Ach, der dreht schon wieder durch, der Rubel. Okay. Dann geht's jetzt nach Bad Soden-Saalmünster. Dum-di-dum-di-da-la-la-la-la-la. Ab in den Urlaub, die Sonne muss untergehen. Sieht ja schon schick aus hier, ne? Also. Landschaftlich wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Muss man wirklich sagen, ne? Ich glaube, ich muss hier wieder runterbremsen auf 110, na genau.
So, lala. Ich werde gleich einmal wahrscheinlich kurz einen Cut reinmachen, weil ich muss mal eben was raussuchen, fürchte ich. Dafür muss ich leider mal eben dann doch das Spiel anhalten. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber es ist nun mal so. Und da kommt der Flix-Train. Flix-Train, auch mal schön zu sehen, ne? Da habe ich das Ding vielleicht hier. Kann natürlich auch sein. Wir wollten jetzt auch mal das. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, lala. Perfekto. Sollte halten, ne? Ja, vielleicht ein bisschen zu weit. Das macht aber gar nichts. Ja. Hab ich das Ding? Öffnen, perfekto. Ich habe noch einen Kalender hier liegen. Huch. Das war schon was an diesem Kalender. Den kann ich schon wieder wegschmeißen, weil er hier noch rumliegt. Was machst du denn da, PC? Wo ist eigentlich meine Maus hin? Da. Wie hab ich denn jetzt geschafft? Wie kriegt man hier Bildschirm? Fenstermodus, ja, du mich auch. Vollbildfenster. Na komm, Vollbild anwenden. Ich habe keine Ahnung, wieso der jetzt in den Fenstermodus gewechselt hat. Aber gut. So. Wir sind hier. Ich mach mal eben kurz. Jetzt hat er schon wieder da runtergestuft. Was soll der Müll? Hier geblieben. Enter. Ja, möchte ich. So. Ich mach mal eben kurz den Cut rein. Bis gleich. So, ich habe ein Problem, Leute. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier überhaupt für ein Video gedreht habe. Worum es hier ging. Und wieso ich hier pausiert habe. Das Problem war, ich war jetzt wirklich 5 Tage im Urlaub und stellt fest, ich hatte den Rechner am Standby. Also machen wir jetzt hier weiter. Wir hatten quasi, in den letzten Tagen hatte ich an diesem Stream teilgenommen. Hier, Lavan unter Beweis. Deswegen, wie gesagt, absolut keine Ahnung, was wir hier machen, worum es hier geht. Ich sehe nur Baureihe 114. Und ja, mal schauen. Wir stehen an irgendeinem Bahnhof und lassen Fahrgäste rein. Ja, das ist immer die beste Voraussetzung. Und machen wir mal ein Thumbnail. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, ich erinnere mich so ein bisschen. Wir fahren eine Regionalbahnfahrt, meine ich. Von Fulda nach Frankfurt. Kann das hinhauen? Ja, könnte. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht gut aus. Ja, Türen verriegeln. Wir haben 9 Minuten Verspätung. Ich glaube, es fängt an zu rechnen. Und es leckt. Hallo Spiel. Ich habe schon mit Scheibenwischer funktioniert. Ich weiß gerade gar nicht, wie schnell wir hier fahren dürfen. Steht auf 0, wir fahren. Der ist ein. Wieso ist denn der Hauptschalter am Kuh raus? Ist er raus? Ne, ist er nicht. Okay. Dann müssen wir eben gucken. Ich habe den Eindruck. Haben wir hier keinen Wassereffekt auf der Windschutzscheibe? Doch, oder?
Doch, 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 haben wir. Okay. Naja, gut, also nächster Halt wäre Wächtersbach. Aber ich kann mich echt nicht dran. Ich kann mich nur so halb noch an die Fahrt erinnern. Ich glaube, ich hatte da Probleme irgendwie mit der Bildschirmauflösung in der letzten Folge. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Fahren. 160, ja, 560 eben. Die paar Meters. Ja. Wunderbar. Hier haben wir irgendeine Baustelle. Ob dies mit dieser Unterführung zu tun hat, ich weiß es nicht. Hier eigentlich? Sind das Feldwege oder was haben sie hier vorgehabt? Frage ich mich ja immer noch. Naja, gut. Drum sind dann eigentlich ab. Ja, er bremst ihn ab. Nicht unbedingt der Vorhang, aber er bremst ihn ab. Mit unserer E-Bremse. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Warum sage ich das eigentlich an? Ich habe irgendwo einen Schaffner am Zug, denke ich mal, der die Durchsagen tätigt, aber ist okay. So, Zug hält. Hervorragend. So. Ich denke mal, dass der Kollege jetzt auch sofort abfährt. So. So,
auf geht's nach Glenhausen. Ich finde es erstaunlich, dass der Kollege immer noch nicht abfährt. Ich meine, er hat ja die Türen anscheinend geschlossen. Aber ist okay. Steht hier irgendwann. Der fährt um 18:33 ab. Und um 18:10. Ja gut, dann ist das so. So. 42 ist doof. Aber so, kommt ein bisschen Sand dabei. Ne, will er nicht. Dann machst du noch 31 stehen. Auch gut. Soll ich alles am Durchdrehen? Naja, wollte ich das sagen. Dann gehen wir hier wieder auf 30 oder was? So. Naja, gut. Schnell wie viel fahren? 160, 160. Der wirkt so hell hier drin, ne? Naja, gut, wie auch immer. Hier haben wir wieder Autos, die in der Straße hängen. Auch mal so eine Sache für sich, ne? Na gut. Das ist auch, dass wir jetzt hier durchfahren. Aber ist okay. Oh, ich glaube, es hat aufgehört zu richten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke. Ah, vielleicht auch nicht. Auch noch können wir was sehen. Waren wir gerade zu schnell. Und ja. Mal schauen, was hier noch so passieren wird, ne? Bam bam ba da 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 la 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 la. Sollten jetzt mal langsam wieder die Leistung runterkurbeln.
Und jetzt in Gelnhausen reinfahren auf Bahnsteig 2. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wie lang sind wir überhaupt? 180 Meter, also bis zu der Haltetafel. Ungefähr hier. Was steht denn da? Da steht 210. Was stand denn da jetzt dran? Dann müsste ja, wenn da 10 Meter vor ist, müsste 200 sein, ne? Ja, was denn jetzt? 200? Ach ne, das für das Gleis vielleicht auch. Schwierig. Weil sonst haben wir die hier. Aber ich schätze mal, das ist für das andere Gleis. Naja. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Haben noch nicht mal Hanau erreicht. Aber gut. So. Schon wieder durchdrehen, ne? Mit Sand auch? Ja, er dreht durch. Sieht man hier an dem Zeiger. Und auch da dran. Kriegt die Traktion nicht umgesetzt. Aber ein Tick weniger. Jetzt müsste das gehen. Dass er langsam aber sicher wieder ansteigen wird. Na ja, gut. So. Nächste halt wäre dann Langenselbold in gut 10 Kilometern. Ja, das ist ja auch schon mal ein schönes Stückchen, ne? Thank you.
so. Ach, LZB sind wir hier geführt. Ja. Ist der die nicht alle geladen? Nee, ich glaube nicht. Irgendwie hat er da Probleme mit. Naja, gut. Wir müssen auch darauf achten, wo wir gleich halten müssen. Auch noch dürfen wir hier Gas geben. Jetzt können wir mal ein bisschen Leistung zugeben. Eben, dass wir die 160 auch noch erreichen. Wie gesagt, wir haben jetzt lange an Selbold. Wir können schon die Leistung rausnehmen. Rollen lassen. Weg. Hier kann er runterbremsen, ne? Er bremst schon ab. Na, aber nicht vernünftig. Wir haben vergessen zu bremsen. Und das wird jetzt echt ein enges Ding. Sand ist aktiviert, Leute. Das wird aber doch noch was. Es könnte was werden. Es sieht gut aus. Es sieht... So. Ziemlich genau hier bleiben wir jetzt schön stehen. Hat doch gepasst, Leute. Hat doch gepasst. Ja, hier sind. Hier ist wirklich der Parkplatz überdacht. Dann haben wir da hinten mal. Da haben wir auch eine richtig schöne Szene gehabt. Da kann man die ganze Straße noch entlang gehen. Und ja. Also man erkennt vieles wieder auf der Strecke, muss man ja echt sagen. Aber es gibt auch wirklich vieles, was halt mehr Liebe benötigt hätte. Naja gut, man wird sehen. Werden ja noch andere Strecken folgen, denke ich. Ja. Thank you.
So. Dann fliegen wir jetzt mal nach Hanau. Eigentlich war hier rechts nichts außer die Straße, die wirklich parallel zu den Gleisen führt und ein bisschen Buschlandschaft. Ja, also eigentlich genauso wie hier. Ziemlich genauso. Aber das haben sie gut gemacht. Ja, die haben ja so die Abbiegung ja mal vernünftig. Mein Gott. Vernünftig gemacht. Also selten, ne? Aber das haben sie ja echt mal... Wir haben es verhältnismäßig schön hinbekommen. Ich weiß aber nicht, ob der Feldweg wirklich so weiter durchging, weil ich meine, da wäre Sackgasse gewesen. Und hinten wäre kein Weg mehr gewesen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Da kommen wir aus der Situation wie hier. Den sind wir aber wiederum. Ja, hätten wir doch mal vielleicht weiter reingefahren. Interessant. Hier links auch. Das ist aber wirklich interessant. Also die ganzen Seen hier. Ja, wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Was haben wir da nicht mitbekommen, als wir hier vorbei gucken waren? Irgendwie wirkt auch alles immer so ein bisschen unfertig, ne? Naja, gut. Wie auch immer. Will man dann auch machen, ne? Also, wenn die in dem Bereich stehen, stehen sie in dem Bereich, Leute. Kann man nicht viel machen. Da kann man leider echt nicht viel machen. 18:11 Uhr. Ist das hier auch spannend? Wegen der Zugüberholung. Gut, wir haben jetzt ja um 5 Minuten Verspätung, ne? Also das darf man nicht vergessen. Wir wären eigentlich schon weiter. Ne, wir wären 5 Minuten Verspätung. Ich glaube, wir haben noch mehr. Wir hätten eigentlich schon vor 5 Minuten in Hanau sein müssen. Naja, egal. Egal, Leute. Das muss so. Wir werden gleich abgeschossen, Leute. Es würde mich nicht wundern, wenn wir gleich abgeschossen werden.
Das muss man jetzt mal ehrlich so sagen, ne? Also. Ab nach Hanau. Ausstieg, Fahrt Richtung rechts, wie gehabt, ne? So. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich suche noch meine Halttafel. Hier wäre sie gewesen. Aber auch so eine Sache, ne? 18.16 Uhr, keine Menschenseele hier. Keine. Keine Menschenseele ist am Start. Naja gut, ist halt so, wie es ist. So. Ich will hier wieder parallel haben, ne? Ist ja klar. Aber okay, das hat wohl keinen Sinn. Aber gut, es ist auf jeden Fall schön am Regnen. Boah, das wird ja immer stärker hier. Das soll jetzt Starkregen sein. Thank you.
Scheinbar. Oh, ne, der kriegt das aber auch hin. Ja, ist schon ein Unterschied, ne? Unser nächster halt Offenbach anscheinend. Wieder von den komischen realistischen Blitzen weg, ne? Also. Na gut, jetzt haben wir nur noch so Blitzflackern. Auch so eine Sache für sich. Ist halt auch die Frage, wie das nachts aussieht, ne? Bei Gewitter hier im Spiel. Hier rechts die Straßenbeleuchtung, sie ist schön gelungen. Muss man ja mal ehrlich sagen. Das muss man ja mal fairerweise sagen. Ja, 7 Meter haben wir noch. Wieder eckige Einbiegung. Ja, ach sowas hier, das geht natürlich schöner, ne? Muss man ja mal ehrlich sagen. Oh, hier ist gut Zeug. Aber. Ah doch, da war ein Blitz. Habt ihr das gesehen? Aber der Flackereffekt ist nicht mehr so krass wie sonst. Oder wie früher. Naja, gut. Ich bin mal gespannt, wie das im Dunkeln ist. Bei Gewitter. Das wäre ja wirklich so interessanter eigentlich. Nun ja, so, oder? Könnt gleich die Leistung mal rausnehmen hier.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die bremst da jetzt aber gut, ne? Also muss man ihn mal lassen. Hier hat er jetzt ja echt gut gebremst. Also das muss man ihn mal echt lassen. Man ist ja auch wieder so ein richtig ekelhaftes Wetter gerade, ne? So. Ich glaube 110 war hier vorne, oder? Irgendwie sowas. Aber passt schon. So. Fahren wir eben schnell nach Frankfurt am Main Süd. Erstmal eben wieder auf 30 beim Daumen runter. So. Weiß warum putzt er da. Okay. Aber er beschleunigt. Ist aber auch wirklich ein Sauwetter, ne? So, wahrscheinlich dürfen wir wieder 160 oder 150 fahren, aber
Egal. So, dann machen wir hier 150. Was ist denn da entgegen? Zug ohne Lok. Oh. Ein Intercity mit zwei Polizeilokomotiven anscheinend. So. Haben wir jetzt gleich Frankfurt Süd erreicht, ist auch schön. Habe ich. Was habe ich an? Wieso leuchtet denn da keiner von denen? Hm. Keine Ahnung. Gut, war jetzt auch nicht relevant, weil wir bisher irgendwie kein haltzeigendes Signal hatten, ne? Aber fällt mir jetzt gerade so auf. Eigentlich müsste auch hier die 85 leuchten oder so. Hm. Na, ja, die 85, die müsste leuchten. Ach, da ist sie, da ist sie, da ist sie, die 85. Ja, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Hm. Eieiei. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah, so. Wunderbar. Abwarten. Tee trinken. Ich will noch deinen Riegel, dann müssen wir mit dem anderen ziehen. Genau. Aber irgendwie haben wir halt echt zu wenig Fahrgäste, ne? Das wird mal realistisch so sehen. Oh, fahren wir eben nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dann sind wir auch fertig mit der Tour. Alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut's trotzdem. Ja. Sitzen, ne? So.
Hier fehlt auch wieder so ein Magnet. Anscheinend. Fehlen also überall auch noch Magneten, ne? Habe ich so einen Eindruck. Kann auch sein, dass ich da gerade ein Vorsignal übersehen habe. Muss man aber auch fairerweise sagen. Sieht natürlich schon. Also sehe ich natürlich jetzt schon aus. Hier schön unsere 40 in den Bahnhof rein. Ach stimmt, wir waren ja mit den Errungenschaften zugange, ne? Irgendwas war da. Ich erinnere mich wieder so ein bisschen, ne? Also, ja, gleich mal reinschauen. Vielleicht haben wir sie ja sogar jetzt erreicht, aber ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Halt erwarten. Ja. Und 30. Naja. Ich bin mal gespannt, auf welchem Gleis wir landen. 10. Auch gut. Wo auch immer Gleis 10 sein wird. Ach, die Frau, die bei euch zu Ortsen, die wandert. Habe ich einen Eindruck? Oder? Ne, die stehen immer da, ne? Die stehen immer da. Die wandern nicht, die bleiben da. Ah, hier links müssen wir noch was einsammeln, neben dem Bahnsteig. Ja. Wirklich auch wurscht. Jetzt fahren wir in die leere Bahnhofshalle. Also das ist hervorragend. Dass hier einfach gar keine Züge vorhanden sind. Also Menschen. Das muss so. Alles in allem hoffe ich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Auch ohne Passagiere an den Bahnsteigen. Jo. Erreicht. Wunderbar. Türen sind geöffnet. Wir steigen noch nicht mal Leute aus in der letzten Station. Also wirklich eine komplette Folge ohne Fahrgäste.
Das muss so. Ja, okay, komplett ohne war ja nicht richtig. Irgendwo muss ich auch schon mal welche anpfeifen. Weil die im Gleisbereich unterwegs waren. Oh, da kommt ein ICE. Sehr schön. Der war also die ganze Zeit hinter uns am. Kam nicht voran. Ja. Ist halt dann auch mal so eine Sache für sich, ne? Wie sehen denn draußen die Blitze aus? Mal eben gucken. Okay, vielleicht können wir uns die nicht mehr angucken. Oh, gab sogar Platin. Mein Gott. Sehr, sehr schön. Ach, die Punkte sind mal richtig nebeneinander. Das haben sie auch gefixt. Gut. Ja, okay, dann gehen wir doch zurück zum Hauptmenü. Ja, gucken wir eben rein, ob wir die Masteries haben. Und dann müssen wir mal schauen. Also oben links im Abspann findet ihr dann höchstwahrscheinlich das Vergleichsvideo zur Kinzigtalbahn. Da bin ich ja mit dem lieben Lavan zusammen die Bahnstrecke abgegangen und wir haben Vergleichsaufnahmen gemacht. Ja, die werdet ihr dann oben links finden. Ich glaube, Video Teil 1 werde ich euch einblenden. Und das variiert dann immer. Also die ganze Reihe des ersten Videos bei ihm auf dem Kanal, das zweite bei mir, das dritte dazu wieder bei ihm. Und ja, müsst ihr hinterher schauen. Aber wie gesagt, Teil 1 landet ihr nach oben links. Unten links in die Playlist zu 114. Da dürfte aber nur die eine Lokomotive drin sein. Wobei ich glaube, ich habe die zusammengemischt mit der 143 und dem anderen Gedöns. Muss ich mal gucken. Oder seht ihr dann. So, wo wollten wir denn rein? Daftel Live. Meisterschaften. Jetzt laden sie wieder nicht, ne? Verriegelt. Ne, jetzt will er sie wieder nicht laden. Machen wir nochmal. Vielleicht spielen sie jetzt. Also auch so eine Sache funktioniert nämlich hervorragend, wie man sieht. Ich weiß zwar nicht, warum er die nicht lädt, aber gut. Er will sie nicht laden. Dann ist das so. Weil er abgespielt. Die hat man auf jeden Fall abgeschlossen und hier unten, das müsste eigentlich auch schon durch sein. So. Aber ansonsten mache ich mal eben kurz einen Cut, dann sehen wir uns in wenigen Augenblicken wieder. Ich starte das Spiel mal neu. Ja, machen wir so. So, Leute. Ja, Spiel neu gestartet und siehe da, wir haben Tier 1 und 2 abgeschlossen. Wir haben jetzt The Glenhausen Airshow. Can now be seen near Glenhausen oder Gelnhausen. Das heißt, wir schauen uns das Ding direkt mal an. Ja, machen wir es doch mal. Wir müssen die eben freischalten. Wenn ich sie hier finde. Gelnhausen Flugshow. Wow. Ist sie hier verpixelt? Was soll das denn? Naja, wie dem auch sei. Sie ist jetzt aktiviert. Dann gehen wir mal hier rein. Zu den Zügen. Strecke auswählen. Fahrplan, ist ja egal, zu Fuß. Wir suchen jetzt mal Gelnhausen raus. Ich weiß nämlich nicht, wo das genau liegt. Da war's. Spielen Sie jetzt. Theoretisch müssten wir Sie ja sehen können. Mal gucken, was uns da erwartet. Dann haben wir nämlich die Mastery auch schon mal freigeschaltet. Dann werden wir uns jetzt freitags auf die Szenarien konzentrieren. Genau, bis zum 23. ist. Also bis. Ja, wenn ihr das Video seht, nicht mehr. Bis in circa 20 Minuten ist noch dieser Summer Sale, Schlag mich tot, Eisenbahn Sale am Start. Ja, das Thema ist dann wohl durch. Ja. Egal. Muss ich gleich auch nochmal reinschauen, weil ich hatte überlegt und in Erwägung gezogen. Vielleicht auch mir noch was zu holen, aber eigentlich. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Diesmal nicht. Nein. Nein. Nein, aus.
Also wie gesagt, wenn ihr den Zell hier seht, der ist leider schon vorbei. Aber der nächste Zell kommt bestimmt. Wir haben ja schon September, das heißt, spätestens Oktober müsste dann der Halloween-Zell am Start sein. Wir sind jetzt in Glenhausen, ne? Oh, wir haben Fahrgäste. Wir haben Fahrgäste. Und davon gar nicht mal so wenig. Aber ich weiß natürlich immer noch nicht, wo diese Flugshow ist. Spannende Frage. Sind hier echt noch Züge abgefahren seinerzeit? Scheinbar, ne? Aber eigentlich auch wurscht, ob wir uns jetzt hier hinsetzen oder nicht, aber. Ja, wir dürfen uns. Aber das reicht ja. Also wir müssen ja irgendwo eine Flugshow haben, ne? Das heißt, rein hypothetisch muss die ja eine Glenhausen Flugshow irgendwo vorhanden sein. Bahnhof haben sie ja nachgebaut, sogar sehr relativ gut. Wenn ich das Ding ja hier irgendwo sehen muss, ne? Seht ihr hier Flugzeuge, Leute? Fliegen wir erstmal bis da und dann in die andere Richtung gleich. Wir haben Mond, wir haben eine Sonne am Start. Der dritte Planet fehlt. Wir haben wieder extremen Wald, ist ja logisch. Das kennen wir ja schon von anderen Strecken, dass man einfach viel mehr Grünzeug hinsetzt, wenn man Sachen verdecken und verstecken will. Also theoretisch. Aber komm, wir fliegen erstmal bis zum nächsten Bahnhof durch, sagte ich, ne? Vielleicht sehen wir ja doch noch was. Oh Gott, ist das weit. Da haben wir einen, na genau. So. Jetzt sind wir in welchem Kaff? Halshöchst. Dann fliegen wir mal hier die Bahnstrecke ab. Weil theoretisch fliegen wir ja nur über diese Bahnstrecke. Regulär fährt man dann ja hier so entlang. Lalalala. Hier schön mit 200, ist ja logisch. Ich sehe nichts von Flugzeugen. Stand jetzt. Da. Das könnte so eine Art sein. Moment. Das könnte so eine Art sein. Ist das diese Flugshow? Ah, guck an. Hier. Hier haben wir Flughafen. Bewegt sich da einer? Da oben fliegt was. Da fährt auch was. Tatsache, wir haben jetzt hier auf dem Flughafen einen Flughafen am Start, der anscheinend auch irgendwie in Bewegung ist. Beobachten wir mal den Flieger hier.
Das ist natürlich schon mal... Das ist ja mal was Cooles. Also das war wirklich ein bisschen Abwechslung. Hätte ich jetzt eine God-Mode, na, dann wäre das ja noch... ein Ticken schöner. So. Was ist jetzt mit dem Flieger? Fliegst du oder fährst du nur im Kreis? Wir haben gerade die unsichtbare Wand entdeckt, wie man hier auch hinkommt. Okay. Das macht die Sache jetzt natürlich noch interessanter. Weil so nah soll man natürlich nicht kommen können. Deswegen fährt dieses Flugzeug ja hochprofessionell animiert hier über die Wiese. Ja, aber immerhin, wir haben sowas am Start, Leute. Wir haben hier sogar verschiedene Flugzeugmodelle. Seht ihr das? Und diese Menschen hervorragend schön gemacht. Ja, also, da ist Potenzial nach oben. Muss ich ehrlich sagen. Und ich sag mal so, wir haben jetzt die Flugshow, ne? Aber... wisst ihr, was hier fehlt? Der fährt hier im Kreis, ne? Ist ja okay. Kann er ja machen. Hat man gerade ein Flugzeug gesehen, oder nicht? Da. Wir haben da oben ein Flugzeug, ne? Ja, doch. Den erreicht. Na? Machst du noch was anderes oder nicht? Das ist dann die nächste Frage, ne? Aber ich glaube, da sind die normal, ne? Der dreht. Er dreht. Leider unrealistisch, aber er dreht. Würde sich wenigstens nach links neigen, ne? Cool wäre es auch gewesen, wenn die jetzt hier wirklich irgendwie Manöver machen würden mit Drehungen, mit Loopings oder so. Aber ich meine, wir haben einen Flieger hier, der hier auch noch eine Runde von oben dreht. Ist ja ein nettes Gimmick, sag ich mal, was man hier freischalten kann. Finde ich auch spannender als das, was man sonst so sieht. Aber auch das hätte meiner Meinung nach ein bisschen detailverliebter sein können. Zumindest was die Flugzeuge betrifft. Ich meine, man sieht es ja eh im Regelfall von hier, von der Strecke aus, weil man kommt hier ja nicht hin. Dass ich jetzt hier bin, das ist auch nur Zufall. Weil ich kann hier ja nicht hinkommen. Geht ja nicht. Habt ihr ja gesehen, weil hier ist die Strecke und... unsichtbare Wände und so, ne? Und deswegen kommt man hier nicht hin und... ja, ich sag mal, bei der Distanz wäre das sogar noch okay gewesen eigentlich, ne? Aber... ja... ihr seht selber, wie schnell man dann doch da ist und... ich weiß nicht, also... ist halt schon Potenzial nach oben. Wobei er schon so okay ist, auch von, von der Ausgestaltung her, auf der Distanz kann man mitleben. Wobei ich trotzdem mir sagen muss, der Kollege hier oben, der hier hätte meiner Meinung nach durchaus so ein bisschen Pirouetten fliegen können. Das wäre richtig cool gewesen. So, das dazu. Wie dem auch sei. Jedenfalls wisst ihr, was man dann freischaltet. Und ja, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oben links kommt ihr dann zum Vergleichsvideo von dieser Strecke zur Realität. Unten links zur Playlist der 114. Und in der Mitte natürlich bei Transient World 5. Oder landet ihr bei Transient World 5. So, damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.